Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir gehen heute ins Finale, kommen was wolle. Wir werden auf jeden Fall heute den Abspann sehen. Kurze Info vorneweg. Ich habe jetzt vor dieser Folge, jetzt bevor ich die Aufnahme gestartet habe, nochmal einen Cloud-Speicher angelegt, weil ich weiß, dass auch viele Tipps noch reingekommen sind, die ich jetzt natürlich noch nicht umgesetzt habe. Vor allem darauf bezogen, was noch alles offen ist an Gebiete, an Bosse. Vieles in dieser Richtung ist einfach noch nicht fertig, sagen wir es mal so. Deswegen das einmal vorneweg. Also nur weil ich jetzt hier das Finale aufnehme, heißt das nicht, dass alles andere so gesagt verloren ist, sollte ich jetzt irgendwas noch nicht gemacht haben. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier das Ende der Strecke jetzt ist, weil im Prinzip alle Gebiete sonst so weit durch sind. Die hier waren auch, oder? Nee, okay. Bring das Symbol des Königs in euren Besitz. Machen wir eben. So, den müssen wir einmal raufpacken. Jetzt können wir rein. Bin sehr nervös. Also ist egal, wie ich das jetzt abschließe. Ich werde es heute abschließen. Bisschen nervös bin ich schon, ne? Hallo? Steht jemand? Hi. My journey is already complete. My name is Chanelot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men, by ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Okay. Also Nashandra will zu uns. Okay, okay. Das geht schon. Ruhen des Verlangens. Hi. Ui. Wollte nicht, dass hier eine Kugel jetzt runterrollt, wenn wir losrennen. Das wäre richtig fies. Kriegen wir hin, oder? Hä, passiert hier gar nichts sonst? Okay. Ich renne mal. Sicher ist sicher. Das ist ja ein endloser Weg hier einfach. Oh, man kann auch einen NPC rufen. Wir gehen da erstmal rein. Oh, ich hoffe, dass hier jetzt nochmal richtig geile Bosse droppen. Let's go. Na, wunderbar. Ein Doppelboss. Was sonst? Schaden ist okay. Das ist doch aber nie im Leben der Endboss. Guck dir das an. Das ist ja lächerlich. Okay. Aua. Ich will gerade meinen, jetzt heilen wäre nicht so schlau. Jetzt heilen wäre auch noch weniger schlau. Ich glaube, da hattet ihr mir auch schon Tipps gegeben zu dem. Oh, Alter! Oh, shit. Oh, warum Doppelbosse? Musstet. Oh, na. Oh, wir haben 7 Tränke. Was geht? Oh! Nein! Mann! Was warst du hier mit deinem Schild? Komm her. Okay, wir machen wirklich nicht so viel Schaden, wie ich eigentlich dachte.
ist ja, also wenn das der Endboss ist, ist ja keine Zwischenziele. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Endboss ist am Ende. Wisst ihr, was ich meine? Alter, du kommst nicht mal richtig zum Angriff, ne? Das ist ein Problem. Trink mal was, schneller. Ausweichen, 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 weg. Ich kam nicht weg. Keine Ausdauer mehr, was denn sonst? Oh Gott. Das ist echt ein Problem hier, ne? Hallo. Okay, das ist einfach wieder nur ein Geduldsspiel hier, die Scheiße. Ich sterbe jetzt, weil ich was trinken will. Mann, ich komme wieder nicht zum Ausweichen, weil ich das Schild hochhalte. Aber ohne Schild gegen zwei wäre krass. Okay, der kann noch sowas irgendwie. Das ist ja... Was ist denn das für ein Bus hier, Alter? Was hat denn der für eine Reichweite, bitte? Trink mal was. Ich sag zum fünften Mal, er soll was trinken. Okay, keine Ahnung. Ich werde jetzt eh getroffen. Das ist... Oh, ich wurde nicht getroffen. Okay. Oh, ich hasse das, ne? Wenn die das machen. Ich konnte nicht ausweichen. Oha, jetzt machen sie ordentlich Schaden. Trink schneller. Ich komme nicht weg. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ist machbar. Ist machbar. Ah, ist machbar. Definitiv ist das nicht der Endboss. Warum immer diese Doppelbosse? Warum immer diese Doppelbosse? Die sind so unnötig. Wait. Let's see. Hier. Ja. Dass wir nicht ganz so viel Leben verlieren. Das tut nicht ganz so doll weh dann. Ja, so weiß nicht. Oh, jetzt haben wir immer wieder diesen Typen hier vor uns. Oh ja, natürlich. Ich kann ja nicht vorzeitig anvisieren. Was ist das denn? Wo kommen wir denn da hin? Hallo, komm mal von der Treppe runter. Junge, nicht noch weiter hoch. Ja, natürlich kann ich nicht ausweichen. Was denn sonst? Ah, guck mal. Tschüss. Ah, noch nicht tschüss. Jetzt brauche ich noch 100 Jahre, Alter. Komm, ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hallo. Anvisieren, on point. Tschüssi. Ist mir egal, treff mich von mir aus. Ich habe genug Heilsteine. Tschüss. Na. Also definitiv ist das nicht der Endboss. Wir hatten ja gar keine Cutscene oder irgendwas. Gucken, ob der hinterherkommt? Nein. Ja. Wir sind Level 131, ne? Das müsste passen. Das müsste definitiv passen. Vom Schaden her ist das auch okay. Der Laufweg macht mich jetzt schon wahnsinnig. Okay. So viele Seelen liegen da jetzt auch nicht. Ich glaube, nur 900 Seelen oder so waren das. So. Wir versuchen es nochmal. Ich sage ganz ehrlich, ich will das Spiel auch langsam einfach beenden. Das ist die Wahrheit. Bin ich ehrlich. Ich will das Spiel einfach beenden. Jetzt macht mal irgendwas. Ja, ich kam wieder nicht schnell genug weg. Es ist okay. Mach mal ein bisschen schneller, bitte. Ja, natürlich. Heilen ist ja Schwachsinn in dem Spiel. Anpassung auf 28. Du merkst einfach gar nichts davon, Mann. Ja, du... Warum auch immer du nach hinten piekst, weil ich eine Ausweichrolle vorher gemacht habe. Logischerweise. Ja, ich bin eigentlich ausgewichen. Aber kannst du behalten. Kannst den Schaden behalten. Ja. Wie du willst. Ganz wie ihr wollt. Muss einfach ein bisschen auf Abstand bleiben.
und wieder weg. Weil der hat halt eine Reichweite. Alter Schwede. Und weg. Weg! Oh, ich hasse meine Ausdauer über alles einfach. Jetzt kommt der schon wieder. Oh, er hat mich ernsthaft trotzdem getroffen, Alter. Könnt schon wieder kotzen hier mit Doppelbossen. Echt, ey. Ja. Bitte von beiden Seiten, dass ich auch nichts sehen kann. Aber ohne Anvisieren treffe ich ja nicht. Oh, oh. Oh na, Mann, wie soll ich was sehen, wenn ihr euch da gegenseitig blockt, Alter? Die sich oben nicht aufregen. Es sind nur scheiß Doppelbosse, Alter. Ganz nix. Einmal nur fucking Doppelbosse. Ja, blockt euch gegenseitig. Komm her, Alter. Ach komm. Ich hab keinen Bock auf diese Doppelbosse, Mann. Oh nein. Ja. Oh Mann, ey. Nein! Mann, oh, was soll denn der Scheiß? Oh, ich komm wieder nicht weg. Weil ich will ja heilen, was soll das? Du musst das erstmal verrecken, Mann. Ah! Du, kleiner Pisser, ey. Oh, ich hasse Doppelbosse. Ich sterbe schon wieder. Ah! Der steht immer noch. Warum stehst du immer noch? Ah! Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Ist okay. Nein, ich weich doch aus. Ich hasse alles. Oh Mann. Ich komm an ihn nicht ran, Alter. Na, was ist denn jetzt? Okay, ich hol mir sowas von einem scheiß NPC, Alter. Die heilen sich auch noch gegenseitig, die kleinen Pisser. Das ist ein Endloskampf, Alter. Fairness ist mal on point wieder hier bei Dark Souls 2. Ja, gut, danke dafür, ne? Ach. Sag mir nicht, oh, die heilen sich die ganze Zeit gegenseitig. Okay, danke. Ich muss weg, ich sehe nichts. Ach so, ihr bufft euch einfach beide, Alter. Okay. Ich hab verstanden. Mann. Ach, ist das eher nervig. Ich hasse solche Bosse einfach. Na, ich komme nicht weg, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich kann jetzt auch nicht heilen. Mal noch ein zweites Mal. Ich drücke jetzt zum 10. Mal die scheiß Heiltaste. Heilen, einfach heilen. Scheiß drauf. Oh, weg! Oh. Heilen. Okay, ich darf die nicht hintereinander so irgendwie machen. Ich muss das schon irgendwie... Ach, es wird zu mich verarschen, Alter. So ungeduldig. Ah! Nein! Kein Ausdauer mehr. Zack, Alter. Geschafft, Mann.
Was ist denn das für ein Boss, Alter? Ich sehe schon wieder so kreidebleich aus. Ja, es wundert mich hier echt nicht mehr in diesem Spiel. Ich will es einfach hinter mich bringen, Mann. Oh, Gottes Willen, Mann. Gottes Willen. Das ist der Endboss? Hintereinander. Was soll ich denn machen da, Alter? Ich bin ausgewichen, ich schwöre, ich bin ausgewichen. Ich weich aus, dieses scheiß Dark Souls 2, Alter. Ich darf kein Schild hochhalten. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin ausgewichen. Ich hatte Ausdauer. Ich drücke Kreis, Kreis hier. Was ist das? Oh Mann, ey. Gut, also die verflucht einen da drin. Na dann. Boah, wisst ihr was, Leute? Ich will das jetzt einfach hinter mich bringen, Dark Souls 2. Das ist der Endboss. Also ich muss ehrlich sagen, der Eisenkönig war bis jetzt der geilste, weil der wirklich imposant war. Das ist doch nie im Leben der Endboss. Aber das ist doch das Chandra, oder nicht? Also sorry. Oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich meine Meinung zu diesem Spiel zum Schluss sagen sollte. Die Bosse, das ist das Problem hier in diesem Spiel. Die sind nicht schwer, die sind einfach alle gleich. So, ich mache jetzt... So. Es ist so eine Hitze hier schon wieder in dieser Bude. Ich spiele deutlich echt nicht im Sommer, wie ich spiele. So, passt auf, Leute. Ich will das jetzt einfach hinter mich bringen. Das ist ja lächerlich. So, Menschenbild benutzen. Das ist ein... Aber ich verstehe gerade nicht so ganz, was hier passiert, bin ich ehrlich. Ich verstehe es nicht so ganz. Es liegen da meine ganzen Seelen, die wahrscheinlich weg sind. Ich höre zwar nichts mehr, aber besser ist... So. Also. Besser ist. Let's go. Du. Komm mal ein bisschen rüber. Ist mir egal, was du dann machst, Alter. Ach, dann komm ich halt von der anderen Seite um dich. Ist mir egal, Mann. Ich piss dich jetzt einfach. Keiner will dich um dich haben, Alter. Merkst du es nicht? So. Tschüss. Wir haben genug Heilsteine. So, das passt erstmal. So, gut. Was nehmen wir den ganzen Seelen jetzt, Mann? Denn wir haben ja noch die DLCs, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch die DLCs, es ist nicht egal, ob die Seelen weg sind oder nicht. Und das waren jetzt locker 3-4 Level up, die da liegen. Die sollte ich definitiv mit... Oh, wartet. Und? Wir tauschen den Ring. Fluch war das, ne? So. Erhöht Fluchresistenz, Alter. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf, Alter. Jetzt machen wir hier Easy Mode, Mann. Ey, ich verstehe das nicht, warum das bei mir mit dem Ausweichen nicht geht. Manchmal bin ich selber dran schuld, dass das Ausweichen nicht funktioniert. Dann ist die Ausdauer nicht da. Und ich dachte, ich hätte Ausdauer. Kommt auch vor, ja. Es wackelte gerade so komisch. Kommt vor. Definitiv kommt das vor, aber teilweise wirklich, ich sehe das ja dann auch in meinen Aufnahmen, dass ich das richtig gesehen habe, ich Ausdauer hatte, ich halte das Schild natürlich hoch beim Doppelboss, dann kommt das nächste, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, bei einer Chandra oder wie die heißt und ja, kann dann einfach nicht ausweichen, ich kann dann einfach nicht zur Seite ausweichen, was ist das?
Aber ich brauche meine Seelen, Mann. Ist mir egal. So, hier, komm, Alter. Bringst du mir überhaupt was? Yugo haben wir, glaube ich, noch nie gesehen in dem Game, oder? Muss irgendein NPC oder so sein. Ey, wenn das ein Fall ist und der greift uns jetzt an, dann bin ich aber auch richtig genervt. Moin. Siehst auf jeden Fall cool aus, Alter. Ja, let's go, Mann, komm. Let's go. So. Ach, ich muss beide Bosse wieder machen, oder? Okay, okay, okay. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Ist das. Aber die Zähne sehen anders aus, oder? Hä? Oder ist nur die gekürzte Version? Gibt zwei verschiedene Zähne mit der... Ist das eine Sie? Ist es ein Er? Ich kann es gerade nicht ausmachen. Es ist auf jeden Fall irgendwas in dieser Richtung. Das ist eine Person, die Fluch ausspricht. Ich weiß nicht, ja. Mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen. Ich weiß es nicht. Ich bin bei Magier. Also Doppelbosse, Magier und Drachen. Schlimm. So. Help erstmal sammeln. So, die macht das jetzt. Okay. Bam, weg damit. Und du? Ha. Ah, okay, okay. Du machst den? Dann mache ich das hier. Leute, dann mache ich das hier. Okay, lass uns mal gucken, was wir machen müssen. Wir müssen ja irgendwie... Oha, ach so, ich bekomme sogar Schaden, nur weil ich in der Nähe vom Flug bin. Boah, okay, alles klar, okay, okay. Na? Oh. Ausweichen hier, ne? Das ist immer so ein Ding im Spiel. Oh Gott, ich verstehe. Okay, ich muss das machen. Ich muss die kaputt machen. Ich bekomme sonst dauerhaft Schaden. Oh, das ist fies. Und der NPC, der bringt gar nichts, Alter. Okay, wir boxen da jetzt einfach drauf, ne? Ohne anvisieren am besten, oder? Okay, wir machen nicht viel Schaden. Ich versuche mal hinter ihr zu kommen wieder. Glaube ich, bester Weg hier gegen den Boss. Was macht die jetzt? Oh, nicht schon wieder. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. So. Ah. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was hier passiert. Ich mach einfach jetzt drauf, Mann. Der NPC ist nämlich auch gleich tot. Ich mach Heilung. Sicher ist sicher. Einfach... Was ist das jetzt? Okay, alles klar. Ich bin verflucht. Ach so, und ich verliere dadurch. Okay, ich verstehe. Oh Gott. Ach so, mein NPC ist schon tot. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab's Real Talk nicht mitbekommen. Ich kann nichts machen. Okay, okay, ich verstehe das Problem mit ihr. Ich verstehe das Problem mit ihr. Wir kriegen dauerhaft Schaden. Wir kriegen dauerhaft Schnauze. Das muss schneller gehen, der Kampf. Der Kampf muss definitiv schneller gehen. Ich kann nichts sehen, ne? Problem. Probleme, ich sterbe. Okay. Aber so kriege ich meine Seelen wieder. Oh, das ist ja fies. Ich verstehe, ich verstehe. Ich bekomme unfassbar viel Schaden. Was kann ich dagegen noch machen? Eigentlich gar nichts, ne? Weiter probieren, immer weiter probieren. Oh, guckt euch das an. Ich habe gar kein Leben mehr dann. Ich muss was umrüsten. Wenn ich es richtig verstanden habe. Verflucht heißt ja, dass wir untoter werden, ne? Im Prinzip. Im Prinzip heißt es, wir werden untoter. Das bedeutet, ich muss den Ring drin behalten. Den sowieso, damit ich überhaupt noch was mit der Ausdauer machen kann. Der war für maximale Belastung. Der macht für mehr Schaden. Ich glaube, damit ich überhaupt noch was gegen machen kann. Ich brauche aber noch mehr Schaden, den ich austeilen kann, ne? Es kann sein, dass ich ein bisschen unterlevelt bin hier mit Stufe 31. Ich kann aber schlecht die Seelen holen und leveln. So, was gehe ich jetzt noch? Das wird nicht viel bringen. Das geht zu langsam hoch, glaube ich. Er hört Balance. Nee, und zwar, pass auf. Vielleicht damit? So ein bisschen gegenzuwirken? Oh, das wird schlimm. Ich meine, wir haben genug Menschlichkeit, so ist nicht, aber das wird schlimm. Die macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Der NPC bringt mir halt auch einfach gar nichts. Das ist halt wirklich Deko. So, let's go, Alter. Komm hoch hier.
Ich habe jetzt da keinen Bock, mit dir da unten zu kämpfen. Ja. Komm nicht ran vorbei an dir, das ist auch in Ordnung. Ja, ist okay. Danke. Ab in den Rücken. Kurz warten. Festgehen. So. Es kann auch sein, dass wir mit einer anderen Waffe vielleicht rein müssen oder das anders buffen. Also das haben wir auch noch. Ich habe ja noch nie meine Waffe überhaupt was damit gemacht. Was kann ich machen? Ich will einfach den Abspann langsam auch sehen. Bin ich ehrlich. Das ist halt einfach nur wieder Gespam von dem Boss. So sehe ich das. Der macht halt über diesen Fluchkram und das war's. Mehr ist da nicht. Klar, der bekommt natürlich auch mehr Leben, wenn wir einen NPC rufen. Das Ding ist, wir müssen den ein bisschen ablenken. Ich habe es überhaupt nicht auf den NPC geachtet. Wir können den viel besser nutzen, indem ich wirklich auf diesen Boss auch einhacke. Das Problem ist halt, ich bekomme unfassbar viel Schaden. Und das hier fühlt sich an, als ob das gar nichts bringt. Fluchbissring erhöht Fluchresistenz. Spüre ich nichts von. Wir nehmen permanent dauerhaft Schaden. Und dafür machen wir zu wenig Schaden wieder an ihr. Oder an ihm, an ihr, glaube ich, ne? Dass sich das ausgleicht, dass wir schnell genug vorankommen, bevor sie wieder diesen fluchen Mist macht. Also. Ist das der Endboss? Das hat eine Zwischenszene. Ich denke schon, ne? Ich denke schon, so wie das hier aussieht und so, passt das schon. Ich finde den Boss aber ehrlich gesagt nicht so gut. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie Schwierigkeiten mit dem Boss habe. Null. Das hat damit nichts zu tun. Es ist wirklich einfach, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, die ist auf mich fixiert. Alter, ist so scheiße, wenn du nichts siehst, ne? Ich bin verflucht. Mann, und dann kannst du die Scheiße nicht mal treffen, Alter. So, jetzt mach da hinten mal dein Ding, du NPC, Mann. Hier, nimm einfach jetzt die scheiß Tränke. Ich habe schon zwei genommen, Alter. Und der nimmt einen. Er macht einen. Was sonst? So. Jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen was auszuteilen, Alter. Die ist so... Ich finde die nervig, Alter. Ich finde die wirklich nervig, den Boss. Der NPC fängt gar nichts... Ich sag's, wie es ist. Wir machen einfach nur, dass der. Oh mein Gott, ich muss weg. Es hat einfach nur gebracht, dass wir einfach noch mehr austeilen müssen für die Zeit. Guckt euch das an. Wir machen einfach gar keinen Schaden mehr. Ihr könnt natürlich. Hallo? Ihr könnt natürlich versuchen. Oh, hallo? Was macht ihr jetzt wieder? Ist egal, wir hauen jetzt da weiter drauf, Alter. Scheiß auf alles. Scheiß auf jeglichen Verlust, Mann. Heilung. Oh, Mann. NPC, mach auch mal mit. Ich komm hier wieder nichts durch, Alter. Komm, weg hier mit der. Weg mit ihr. Hammer. Ist das der Endboss gewesen? Wirklich knallhart, finde ich, wegen dem Fluch. Oh, 138.000 Seelen. Na, Chandra. Ja, das war eine Chandra. Was passiert denn jetzt hier, Alter? Ich gehe kurz weg. Ist immer noch, es ist immer noch. Ich trau mich jetzt gerade nicht hier. Pass auf. Oh Gott, weiß ich nicht. Ist ja immer noch Nebelwand. Kommt jetzt noch ein Invader, Alter. Ich würde hier alles zutrauen. Wartet mal. Benutzen. Einer ist mir egal. Wir haben genug Menschlichkeit. Genug Menschenbilder, so, Alter. Wir haben auch genug Heilung. Das wäre zu lame, wenn das nicht das Finale ist. Und ich verballer hier einfach alles für nichts. Ich weiß nicht. Hallo? Zum Thron gehen? Aber ich komme ja hier auch nicht raus, ne? Das ist ein Problem. Ich komme hier auch nicht mehr raus, dann. Wahrscheinlich, ich kann mal gucken, könnte man mit den Heimkehrknochen jetzt raus? Oder ist man gezwungen? Nee, man könnte noch raus sogar. Also hier auch mit dem hier, ne?
Aber ich kann euch kurz erklären, warum ich keine Buffs jetzt benutzt habe, obwohl das bei dem Boss wirklich Sinn gemacht hätte, um mehr Schaden zu machen. Das ist ein Boss, glaube ich, wo es nur um Schnelligkeit geht, um nichts anderes. Schnell viel Damage machen. Ich möchte das alles auch so ein bisschen aufheben für die DLCs. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich hab's ein Herzrasen, Alter. Okay, komm, zum Ton gehen. Oh, wait. Ich höre ja nichts sonst. So höre ich was. Manchmal ist es mich besser, Bosskämpfe ohne Sound zu machen, wirklich. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Ich habe die Story gar nicht verstanden, ehrlich. Ich merke das immer wieder, wenn so neue Häppchen an Informationen kommen. Bei solchen Szenen, dann denke ich mal so, von was reden die denn jetzt? Ich dachte mal, ich habe es verstanden, und dann merke ich, ich habe es gar nicht verstanden. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Huh? Ich hab's nicht verstanden, Leute. Ich sag ganz ehrlich, ich hab's nicht verstanden. Es ging ja darum, wie ich es verstanden hatte am Anfang, dass wir keine Untoten mehr sein wollen. Wir wollen diesen Fluch demnach ja loswerden, von dem wir ja reden. Am Endeffekt gehen wir dann einfach nur auf den Thron und dann bleiben wir da sitzen und werden eingesperrt. Das verstehe ich nicht. Macht ja gar keinen Sinn. Ist doch schlimmer, als ein verflucht zu sein, oder? Ewig da im Dunkeln zu sitzen? Ich verstehe es nicht ganz. Aber vielleicht sieht es auch nur so aus, als ob wir dafür immer sitzen und das ist gar nicht so. Keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz. Okay, also. Wir haben das Grundspiel erstmal durchgespielt von Dark Souls 2. Ich habe mich ungefähr ab der 8. Folge war das dazu entschieden gehabt, einfach erstmal das auf meine Art durchzuspielen und das dann mit einem Cloud-Speicher irgendwie alles abzusichern, dass ich denn notfalls sind wirklich entscheidende Sachen mit dabei, die ich nicht gemacht habe, ich nachholen kann. Also ich wiederhole das jetzt einfach nochmal. Ich habe das schon öfters zwar gesagt, aber manche schalten auch jetzt neu dazu und bekommen das dadurch dann halt vielleicht nicht mit. Wir haben ja auch noch die DLCs. Ich stecke da, ich sag, große Hoffnung rein, weil am Anfang war ich richtig gehypt auf Dark Souls, weil ich hatte richtig Bock auf das Game. Problem war dann aber mit der Zeit, oh, das lenkt voll ab, die Musik. Das Problem war aber dann mit der Zeit bei Dark Souls 2, dass es für mich eintönig wurde. Für mich sind immer so, bei Dark Souls 1 war das ja auch so, dass ich halt super viel Spaß daran hatte, die Bosse kennenzulernen, die zu machen, die Gebiete. Fand ich auch interessant, die führten alle immer wieder zusammen auf einen Nenner. Hier fühlte sich das so ein bisschen an wie, ja, man kommt in ein neues Gebiet, läuft durch und auf einmal ist man schon im nächsten Gebiet. Und es fühlte sich nicht so geschlossen an wie eine große Map, sondern eher, als ob man einfach durchläuft. Und in jeder Ecke fühlte sich jetzt auch an, als ob da ein Miniboss ist und
Manchmal waren die Minibosse besser als die Hauptbosse. Wenn das jetzt wirklich der Endboss war, und das scheint ja so, das muss ja der Endboss gewesen sein, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil von allen Bossen, würde ich jetzt behaupten, fand ich am besten den Eisenkönig. Warum? Fast alle Bosse hier haben dasselbe Moveset, das ist das Problem. Man weicht zweimal aus, greift einmal an, man hat keine Ausdauer mehr. Das ist im Prinzip das ganze A und O. Einige Bosse haben dann noch so Einzelheiten wie, man muss im Dunkeln kämpfen oder das Wasser steigt während des Kampfes und man ertrinkt dann irgendwann. Solche Sachen ja, aber das Moveset bleibt trotzdem dasselbe. Auch hier wieder bei Nashandra konnte man auch wunderbar sehen, die hat zwar dann ihren Fluch, das war ihre Besonderheit, dass immer um sie herum Fluch ist und man dadurch eigentlich dann eher drauf geht. Aber wenn sie angreift, macht sie zwei Angriffe, hat keine Ausdauer mehr, Schild. Manchmal machen sie noch einen dritten Angriff. Und das ist das, wo bei mir so langsam denn so diese Freude auf die Bosse so ein bisschen abebbte. Bei dem Eisenkönig war das aber tatsächlich so, das war so geil inszeniert, wie der aufgetaucht ist, auch wie das Moveset von dem war. Das hatte so, finde ich, schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Da gab es auch in diesen zwei Angriffen, wo man ausweichen musste, aber er war so groß und mit so einer kleinen Plattform, wo man drauf stand, dass ich da wirklich neu überlegen musste, wie ich dagegen vorgehe, wie ich das ausnutzen kann, ohne getroffen zu werden. Ich finde, Dark Souls 2 hat vieles besser gemacht als Dark Souls 1. Ich finde es sehr geil, dass wenn man stirbt, dass es wirklich auch wehtut, einem selber wehtut, weil man ständig TP verliert. Umso mehr man stirbt, umso weniger TP hat man im Maximum, was man denn nur mit Menschenbild gegenheilen kann. Dark Souls 1 fand ich Menschenbild absolut unnötig. Das habe ich nur genutzt, um mal vielleicht kurz an einem Bonfire mehr Flasks zu bekommen. Und das war's. Hier hat wirklich das Sterben wird wirklich hart abgestraft. Du hast hier auch das Problem mit, denn, dass du halt Menschlichkeit auch brauchst einfach, damit du mehr Leben halt hast. Und wenn du das nicht hast und du bist schon nicht unbedingt überlevelt, bist vielleicht auch nicht ganz im Game drin, so ging es mir in manchen Gebieten, dann hast du einfach ein massives Problem. Und du überlegst dir dreimal, ob du probierst, irgendwo rüber zu springen. Weil auch die Gebiete viel mehr vollgestellt sind mit vielen Gegnern. Die Gegner sind jetzt in sich nicht das Problem. Die Hitbox und die Ausdauer. Ich habe oft versucht gehabt, eine Ausdauer zu leveln. Ich habe schnell gemerkt, man muss 10 Level abmachen, Pi mal Daumen, damit man einmal mehr ausweichen kann. Finde ich nicht gut balanciert im Spiel, dass dieses, was man an Seelen investieren muss, für einmal mehr ausweichen oder einmal mehr Hit machen zu können. Dasselbe ist auch mit Anpassung. Anpassungen haben auch viele über den ganzen Let's Play gesagt, gab es absolut sinnlos, sehe ich ganz anders. Natürlich ist es sinnlos, wenn du nur als Tank durchrennst und einfach mit Magie und Fernangriff nur darauf schießt auf diese Sachen. Aber wenn du mit Ausweichen arbeitest, Nahkampf, Kuscheln mit den Gegnern, ist Anpassung absolut wichtig. Das merkt man an meinem Let's Play, wenn man sich die ersten Folgen anguckt, wie oft ich getroffen werde, trotz gutem Ausweichen. Und jetzt die Folgen anschaut, zum Schluss mit Ausweichen, dass man nicht mehr getroffen wird. Und das, obwohl das Timing dasselbe ist. Das Problem ist trotzdem, dass bis 24, würde ich sagen, Level 20, 24 gehe ich mit, haben auch einige gesagt, darauf sollte man gehen mit Anpassung, damit es stabil wird mit dem Ausweichen, gehe ich mit. Alles darüber hat für mich jetzt nicht mehr einen Unterschied gemacht, es blieb dabei. Und das ist das Problem bei Dark Souls 2, was mir auf Dauer auch ein bisschen den Spaß genommen hat, die Hitbox. Es fühlte sich immer, als ob man ausgebremst wird. Du hast zu wenig Ausdauer, du kannst vielleicht 2-3 Mal draufhauen, dann war es das schon wieder. Und ich bin halt ungern jemand, der ewig irgendwo in Gebieten abhängt, um zu leveln. Dann muss das sehr schnell gehen, dann muss in einer Stunde aber auch schnell viele Level abmachen. Ich bin davon einfach kein Fan und dann merkst du das einfach in dem Game, dass es da einfach Defizite hat. Aber ich habe mir auch schon früh gesagt gehabt, das Spiel hat so viel Potenzial. Ich finde, es ist teilweise schon sehr krass, wie viel schon an Hate kam zu Dark Souls 2. Ich habe das auch richtig heftig an meinen Videos gemerkt, wie viele Dark Souls 2 hassen. Es war auch schon bei Dark Souls 1 ein Thema, dass Dark Souls 2 so scheiße sein soll. Leute, so schlecht ist Dark Souls 2 nicht. Ich habe wirklich Schlimmes erwartet und ich habe viel Besseres bekommen. Aber ich muss trotzdem sagen, vom Spielspaß her, mit der Abwechslung der Bosskämpfe, ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, einen Boss überhaupt zu sehen, weil es dann auf Dauer doch eintönig wurde.
muss ich trotzdem sagen, es ist ein solides Game. Also ich würde jetzt niemandem sagen, oh, spiel bloß nicht Dark Souls 2, sondern ich würde sogar jedem empfehlen, wenn ihr noch nicht Dark Souls die Reihe gespielt haben solltet, spielt 1, dann 2, dann 3 und am besten dann auch erst Elden Ring. Ich habe mir Fehler gemacht, ich habe vor dem ganzen Elden Ring gespielt. Das habe ich natürlich hier immer wieder zu spüren bekommen. Ja, da liegen Jahre jetzt zurück. Das ist oft auch ein Argument bei Dark Souls. Sorry, Dark Souls 1 war nicht so clanky als Dark Souls 2. Das zieht das Argument. Das zieht einfach nicht. Aber natürlich kommt das nicht an ein Spiel ran von heute wie Elden Ring oder Sekiro auch, ne? Das ist auch schon jetzt von 2019, glaube ich. Das ist natürlich alles schneller. Und das ist hier halt nicht der Fall. Hier ist es halt einfach langsam, gemütlich. Du musst Geduld haben. Dann ist das auch wirklich easy machbar. Wenn du ungeduldig bist, ist es hier ein Problem. Mein Ratschlag an From Software wäre, und ich glaube, da würde jeder mit unterschreiben und da werden sogar die Hater einfach ihre Backen halten und sagen, die würden sich das wieder kaufen und das hypen, einen kompletten Remake. Shoal of the First Sin finde ich jetzt nicht unbedingt nötig. Ja, die haben da ein bisschen was geändert, die Bosse wurden vielleicht ein bisschen anders umgestellt, so wurde mir das gesagt. Ein bisschen anderer Loot noch verteilt, ansonsten hast du die alle DLCs mit drin, die werden wir noch nachholen. Ich werde aber erstmal Dark Souls 2 pausieren. Würde ich jetzt sagen, ich lasse bei euch die Entscheidung. Wenn das Video kommt, werde ich wahrscheinlich schon einen Community-Tab dazu gemacht haben, wo ihr entscheiden könnt, ob wir das zum Elden Ring DLC parallel laufen lassen. Ich wäre aber dafür, stellt euch mal vor, den Eisenkönig in der heutigen Qualität, in der heutigen Grafik. Ich wäre sowas von gehypt da drauf und das würde Dark Souls 1 sofort aus dem Leben kicken. Dark Souls 1, glaube ich, lohnt sich nicht als Remake, weil es einfach zu kurz ist, das Game. Dark Souls 2 lohnt sich definitiv als Remake. Aber ich glaube, da können wir eher auf Bloodborne Remake noch oder Bloodborne Teil 2 hoffen. So, Trophäe, Thronerbe. Okay. Wir gucken kurz wegen NG+, ja. Wait a minute. Nach Dranglake Reisen 2. Okay, also das wird dann wahrscheinlich das sein mit dem NG+. Das werden wir nicht machen. Wie gesagt, wir haben noch die DLCs offen. Ich werde dann auch gucken bei den ganzen letzten Videos. Ich habe jetzt mir selber hier schon 3 A4 Blätter voll gekritzelt mit Notizen, weil es einfach so groß ist, das Game. Es ist einfach viel zu viel gesagt, wenn man am Anfang schon sagt, was meine Ambition am Anfang noch war. Alles zu erkunden, alles 100% abzuschließen. Und ich habe irgendwann gemerkt, so ab Folge 8, 9, dass mir da der Spaß dann verloren geht, weil es einfach zu viel ist. Deswegen, muss mal gucken. Ich werde die Kommentare ungefähr durchgehen. Meine Notizen lege ich erstmal beiseite. Das spielt keine Rolle mehr jetzt. Das habe ich jetzt alles so weit drin. Ich weiß, was da Abzweigungen sind, mehr nicht. Deshalb werden mir die Notizen jetzt nicht so viel bringen. Was ich jetzt noch übrig habe. Ich werde mal eure Kommentare durchgehen, wo ich nochmal hingehen soll und das würde ich dann nachholen. Sollte jetzt das nicht möglich sein, weil wir den Endboss gelegt haben? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe das blind gespielt. Kann ich nicht sagen jetzt. Also ich würde dann halt sagen, wir machen das so. Ich gucke dann, sollte es notwendig sein, dass wir nochmal den Cloud-Speicher neu laden, damit ich irgendwas Neues dazu mache, schaue ich erstmal, ob sich das lohnt. Das wäre dann natürlich nicht blind. Das ist klar, aber jetzt einfach nur für, keine Ahnung, Nistelzweigen Cloud-Speicher zu laden, einfach nur damit man Nistelzweig mehr hat, macht für mich jetzt keinen Sinn. Also das nur mal einmal vorneweg. Die 3 DLCs, viele, die Dark Souls 2 nicht leihen können, sagen auch, die DLCs sollen super sein, deshalb wir werden die auf jeden Fall spielen. Ich habe sie ja, warum sollte ich das jetzt liegen lassen? Es wurde jetzt immer wieder, seitdem ich Dark Souls 2 angefangen habe, gefragt. Und deshalb jetzt hier nochmal an der Stelle, ich werde natürlich die DLC spielen. Ich würde es aber erstmal bevorzugen, eine Pause zu machen, weil ich habe auch gemerkt gehabt, dass ich immer öfters NPC gerufen habe, was einfach daran lag, dass ich auch ein bisschen satt mit der Zeit von Dark Souls 2 war. Das ist das, warum ich sagen muss, Dark Souls 2 wird nicht mein Lieblingsspiel, aber ich finde halt auch der Hate, der gegen Dark Souls 2 geht, viel zu viel. Es hat Kritikpunkte, definitiv gehe ich mit. Ich habe auch da Punkte, wo ich mir denke, warum habt ihr das so gemacht? Warum habt ihr da nicht ein bisschen mehr Zeit investiert, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt? Dann wäre das noch viel, viel besser geworden. Aber ich finde an sich, so schlecht, wie es gemacht wird, ist es nicht. Und ich glaube, viele, die auch sowas sagen, gehen auch einfach nur
so davon aus, weil es viele Videos gibt, wo darüber gesprochen wird, Dark Souls 2 das schlechteste Teil, Dark Souls 2 hassen alle. Ich meine, als ich Dark Souls 2 angefangen habe zu Let's Playen, ist meine Startseite voll mit Dark Souls 2 gewesen von anderen YouTubern. Da bin ich automatisch in diesen Algorithmus drin, dass YouTube merkt, mich interessiert aktuell Dark Souls 2. Und es war eigentlich hauptsächlich voll mit, ja, warum das alle hassen und warum das so schlecht ist. Ich glaube, dass da auch viel Meinungsmache mit ist und das auch mitreißt. Aber natürlich sind Kritikpunkte hier, die ich auch sehe, die man einfach ausbessern müsste. Das hätten sie vielleicht bei Shoal of the First Sin besser machen können. Ich gehe davon aus, dass es auch schon im Grundspiel das Problem war. Hier würde sich definitiv ein Remake lohnen. Und das würde ich dann tatsächlich nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob ich Dark Souls 2 nochmal so durchspielen würde. Wenn, dann nur für die Platin. Und dann würde ich das auch nur eigentlich durchrushen von dem Ganzen, was mir fehlt, für eine Platin. Ich würde das aber nicht nochmal genüsslich durchgehen und mir Zeit lassen. Dafür ist das Spiel für mich nicht packend genug. Ist auch okay, ich finde, Meinungen sind auch erlaubt, wenn einige schreiben, die lieben das Spiel, es ist deren Lieblingsspiel und das auch gut begründen können, immer raus damit. Wenn einige sagen, boah, nee, sie hassen das Spiel einfach, ist das auch völlig in Ordnung. Hier soll keiner irgendwie dafür gehatet werden oder sonst irgendwas für seine Meinung. Das hatte ich nämlich erst bei Dark Souls 2 auch schon öfters mitbekommen. Daraus habe ich gelernt, jemand, der andere ankriegt, weil er nicht dieselbe Meinung hat, wird weggeblockt. Die Kommentare werden gelöscht und wenn es immer wieder vorkommt, werden diese Personen weggeblockt, weil ich finde, jeder kann seine eigene Meinung haben und das ist auch völlig fein. Mich würde interessieren, was ihr von einem Remake halten würdet. Also wie gesagt, ich glaube eher, bevor wir ein Remake zu Dark Souls 2 bekommen, kommt erstmal Sekiro 2 und Bloodborne 2, wo ich auch eine Vorstellung hätte, wie ich das gerne denn spielen würde. Wenn das zum Beispiel mit Jason Momoa als Charakter wäre, safe wäre ich dabei. Aber wie gesagt, ich muss gucken, wann ich denn die DLCs bringe. Es sind dieses Jahr noch so viele Sachen offen. Elden Ring DLC kommt, Wukong kommt. Lies of P DLC soll auch noch kommen in der zweiten Jahreshälfte. Ich weiß nicht, wie voll das wird. Und ich versuche natürlich, nicht so viel durcheinander zu bringen. Und ich finde, wir haben ja einen sehr guten Abschluss. Ich werde auch die Seelen erstmal nicht verbrauchen jetzt. Weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich noch gehen möchte und was ich noch offen habe. Ich werde mir gesagt noch mal Notizen machen zu dem, was wir nachholen können. Wenn ich dann wieder Dark Souls 2 anfange, werde ich definitiv beigehen und Sachen nachholen, um wieder reinzufinden. Weil ich glaube, wenn man raus ist aus dem Game, was anderes erstmal zockt und dann DLC will, glaube ich, hat man ein massives Problem. Deshalb werde ich die Sachen, die wir nachholen müssen noch oder nachholen können zumindest, fürs nächste Mal aufschieben, wenn ich wieder reinkommen möchte ins Game. Da sind ja noch einiges. Wir haben ja noch die in diesem einen Wald, was das dort war. Ich kann das einmal ganz kurz zeigen. Aufpassen, dass wir es nicht da unten aufklicken. Reisen, ich meine, das war hier unten. Also hier definitiv ist noch was offen. Hier sind noch zwei Sachen offen. Ich glaube, das teilt sich einfach nur noch ab von hier oben. Ich glaube nicht, dass das richtige Gebiete noch sind. Hier haben wir definitiv noch was. Und zwar, wo das zur Brücke rüber geht. Da waren war der Boss mit den, das war so drei, so eine Skelette, die immer Skelette gerufen haben. So eine Massen an Skelette. Und da ging es wohl noch einen anderen Abzweig, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Der Tipp kam schon damals, ich glaube bei Folge 9 war das. Da ist auf jeden Fall wohl auch noch irgendwie ein Boss. Also es sind noch Sachen offen. Diese Sachen würde ich mir auf jeden Fall für dann aufheben. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch dann die Bonfire sind. Das Gebiet ist, also dieses Spiel ist halt einfach gigantisch groß. Hier unten war auch noch irgendwie was, meine ich. Da ging es ja auch noch weiter. Da sehen wir zum Beispiel, da ist noch ein zweites Bonfire in diesem Gebiet allein. Also es kommt noch einiges drauf. Ich glaube, es ist aber auch sehr ambitioniert gedacht, wenn man das blind spielt, alles zu erkunden. Es ist gar nicht machbar. Das Problem ist, wenn man halt anfängt, in den Kommentaren alles sich danach zu richten, ist es irgendwann nicht mehr blind. Weil viel auch dann geschrieben wird, was für die nächsten drei Folgen erst wichtig ist. Und das ist dann halt die Schwierigkeit gewesen, warum ich davon weggegangen bin. Ich werde das auch im DLC so machen, dass ich das komplett vorproduziere. Es ist einfach besser, so glaube ich, der Spagat zwischen man spielt blind und wir spielen das zusammen. So dass man immer noch das nachholt, was ihr in den Kommentaren schreibt, wo ich nochmal hingehen soll, welchen Boss ihr noch sehen möchtet, den ich nicht gemacht habe. Und trotzdem bleibt es aber blind, was ich erstmal spiele und zeige das auf meine Art, wie ich das machen würde. Ja, mich würde eure Meinung interessieren. Ich glaube, Dark Souls 2 ist sehr umstritten. Das ist wie mit Lords of the Fallen damals auch schon gewesen, wo es sehr weit auseinander ging, die Meinungen.
Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Würdet ihr ein Remake feiern von Dark Souls 2 oder sagt ihr, nee, brauchen wir nicht? Ja. Lieber denn Bloodborne 2. Ich glaube, die Antwort da steht eigentlich schon fest für viele. Aber gut, würde mich trotzdem mal interessieren. Nicht jeder ist ja Fan von Bloodborne oder die neuesten Spiele von From Software. Deswegen lasst gerne eure Meinung da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.